Zinnick's fight has been set. Wait a sec. Why the hell are you telling me this over the phone? Why? Because I cannot decide what to wear to the association's party tonight. Big shots from across the nation will be there. This is serious business. So serious that I'm going to spray perfume on every square inch of my body. Yeah, whatever. Right, right. Your next opponent. Head for the school. To the school? And then what? Just go. You'll know what I'm talking about, I think. What do you mean, you think? You know, you really suck at your job. Life is more important than some job. That is why I am busy shopping right now. You, on the other hand, are busy killing people, because that is all you ever do. What? Am I wrong? Well, I guess not. All right then. Okay. There are no messages. Ich schätze mal auch noch keine neuen Videos. Woher denn auch? Oh, ich glaube, wir essen mal. Ich bin nicht sicher, ob wir voll geheilt sind. Kann nicht schaden. Mich würde so interessieren, ob das ein echtes Spiel ist, das da im Regal liegt, das N64-Spiel. Man sieht es nur kurz und viel zu klein, keine Ahnung. Spielen wir nochmal mit Jean. Ah, es gibt wieder Essen anscheinend. Sehr cool. Na gut, gehen wir nochmal speichern. Und dann geht's los. Nummer 8. Auf geht's. Das ist jetzt der erste Charakter, der ein wiederkehrender Charakter ist. Und nicht nur irgend so ein Boss einfach. Dieses Turbogeräusch ist komisch, oder? Das klingt eigentlich eher wie quietschende Reifen, wenn man eine Kurve fährt oder bremst oder so, aber nicht wie ein Turbo. Aber vielleicht wird unser Motorrad so schnell, dass die Reifen nicht mehr mit dem Drehen nachkommen. Deswegen rutschen die dann so, man schlittert so über den Boden. Naja. Shinobu. Yeah, schon langsam können wir nette Kombos machen. Hey, he's over here! Go! Go! Yeah. What a...
Strawberry on a was hat er gesagt? Strawberry on a irgendwas Cake. Ein guter Name für einen Special Move, finde ich. Eine Erdbeere auf einem Kuchen. Hilfe! Alles eskaliert. Aber zum Glück habe ich den vorher liegen lassen, versehentlich. Sonst hätte ich den Schatz übersehen. Und dann hätten wir Trading Card Nummer 12 nicht. Ich glaube, die sind wirklich Collectibles, die wahrscheinlich nicht wirklich was bringen, oder? Wer weiß. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Oh oh, Feuer! Oh. Ach so, damit hätte ich mich wahrscheinlich löschen können, wäre ich in Flammen gestanden. Hätte ich, wie auch immer. So wie jetzt zum Beispiel. Oh, die respawnen nicht. Okay, okay. Muss ich mir einteilen. Oh, jetzt aber schnell. Das tut weh. Perfekt. Müssen wir denn lang? Ah, da lang wahrscheinlich. Schade. Strawberry on the shortcake oder so. Wo seid ihr alle? Oh, das waren schon wieder alle. Die coolen Moves kommen immer zu spät. Leider. Hallo, Aldus. Die Menge an sonderbaren Spielen. Also, aber No More Heroes ist doch nicht so sonderbar, oder? Das kennt man doch. Du hast einfach keinen sehr guten Spielegeschmack. Anscheinend.
Ich meine, wenn man Geheimakte nicht mag, das kann ich noch verstehen. Aber Deadly Premonition und No More Heroes muss man einfach mögen. Ich glaube, das steht sogar im Grundgesetz. Aber ich könnte jetzt nicht schwören. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Ah ja, stimmt, ich habe die Auflade, die gedrückt halten Moves noch gar nicht getestet mit dem neuen Schwert. Au. Ich besitze nicht einen FIFA-Teil, es könnte schlimmer sein. Na gut. Das ist ein Laser-Katana, natürlich. Aber man könnte sich's mit einer Nierenröhre ganz gut nachbauen. Schneidet halt nicht so gut. Aber sonst. What? What? Kann man doch mal komische Sachen. Ein Beam-Katana. Ja, du hast absolut recht. Kein Laser-Katana. Auch kein Laserschwert. Ein Beam-Katana, natürlich. Okay. Das ist schon der coolste Special Move hier. Ich drücke nur leider immer die falschen Tasten. Und leider passiert es immer, wenn zu wenig Gegner da sind. Aber sonst ist das schon der beste Super Saiyan Modus. Warum macht er denn heute nur Suplex in der Mission? Und keinen Piledriver oder sowas. Langweilig. Was war das gerade? Ich habe dreimal die 7 gehabt. Man sollte meinen, das ist was Gutes. Yeah.
Na gut, zumindest konnten wir die beiden Jedi-Bosse damit besiegen. Das ist schon mal gut. Hier war irgendwo eine Heilkiste, ne? Genau. Die holen wir uns. Yes. Yeah. Das erinnert mich an Superhot, den man einem Manga übergestülpt hat. Ich spiele seit fast 20 Jahren WoW, aber das Spielkonzept wäre mir zu langweilig. Aber hey, ich muss ja ein L-Tentakel dabei zusehen. Ach schon, von dem hier? Aber das macht wirklich super Spaß, immer noch. Obwohl das Spiel uralt ist, macht es irgendwie echt total Spaß. Gerade die Wrestling-Moves könnte ich den ganzen Tag machen. Warum steht nicht, dass du einen Cosplay-Stream machst? Stimmt, oder? Ich hätte sogar einen Hashtag machen können auf Twitch mit Cosplay. Damn! Das ist nämlich quasi jetzt so ein bisschen mein neues Konzept für die Streams, dass ich immer passend zu den Streams angezogen bin. Vielleicht nicht immer, je nachdem wie aufwendig es ist, vielleicht nicht immer super detailgetreu, aber immer so ein bisschen. Da habe ich nämlich Bock drauf. die Ruhe vor dem Sturm. Das Telefonat vorm Bosskampf. Ich mag das, wenn Spiele so klare Strukturen haben. I highly doubt you'll survive this fight, but hey, there's only one way to find out, right? Give it your best shot. I am 100% certain you're returning from this battle, Travis, in a body bag. But trust your force, and head for the Garden of Madness. Wenn du immer zum Stream passend angezogen bist, möchte ich, dass du Dead or Alive Beach Volleyball spielst. Warum nicht? Müsste ich mir einen schönen Bikini aussuchen. Ein neuer Wrestling-Move. Oh yeah. Ein Sailor Moon-Spiel gibt's garantiert. Katka schreibt eh gerade auf dem Super Nintendo. Frag nicht, was das kostet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Travis, jetzt kommst du wieder zurück in dein Groove. Erinnerst du dich noch an den 18. Suplex deines Meisters? Die Vertrauensübung, die schiefgelaufen ist. Captured. Wir haben wieder einen neuen Wrestling-Move erinnert. Gehen wir mal schnell speichern. Das steht nicht. Wo steht nicht? Aber frag nicht, was das kostet. Habe ich das nicht gelesen? In meinem Kopf habe ich es so verstanden. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche keine Heilung, oder? Aber nehmen wir sie mit, weil sonst wird sie schlecht. Sonst holt sie noch irgendein NPC und fällt uns in den Rücken mit voller Energie. A rankings fight? Ach so. Jetzt verstehe ich. Okay. Yeah, how about it? All right. Will you give me a minute? Ich finde es cool, dass sie so ganz casual mit ihrem Katana in der Schule ist, ne? Wait for me in the hallway. Right. Aber das ist Santa Destroy. Wir haben ja schon gelernt, hier sind Kokosnüsse mehr wert als Menschenleben. Mind if we do this somewhere else? You're the boss. Stop checking me out like that. You killed them? Such a gentleman. Are you asking out of tactical curiosity? Or are you just fucking with me?
Bet they didn't offer much resistance. You got a problem with that? You got no idea how hard it is to hide your true self around here. Hey, I'm not accusing anybody. A real gentleman. I just turned my back, but you didn't strike. You are fucking with me! It's actually pretty hard to take cheap shots when your enemy is as bloodthirsty as yourself. People like us think alike, don't we? Shall we? Huh? You will pay with your life! At last I have my chance. I will now avenge my father! Something tells me you watch too many samurai movies, little girl. Sonic sword! Holy! What the hell was that? What? You can't kill a woman? Blöder Balken, blöde Hitbox. Das tut weh. Oh, mein Schwert ist leer. Mein Schwert ist leer. Unfair. Unfair. Verdammt. Okay. Da wäre auch eine Batterie gewesen. Irgendwo war hier auch Heilung. Die könnte ich mal brauchen, schnell. Ich weiß nicht mehr, wo die war. Ich hab die irgendwo leuchten sehen. Ah ja, da. Gut. Niedergekombot. Wombo-Kombo. Verdammt. Nicht schlecht. Ninja-Samurai, die das Licht zerschneiden können. Okay, neue Runde. Ich habe das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr blocken bei der. Au. Noch mehr blocken. Oder mehr rumrollen, das ist auch gut, glaube ich. Es lief beim ersten Mal irgendwie besser. Hm.
Okay, ich habe das Gefühl, es ist eine Mischung aus voll draufhauen und im richtigen Moment schnell wegrollen. Serious time gerade. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich heilen. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wo das war. Okay. Ah, das ist echt übel. Heftig. Puh, Glück gehabt. Ich dachte schon, der Balken ist mein Instant-Verderben jetzt. Oh, Energie, Laserschwert, Energieleer, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, jetzt kriege ich es hin. Das Spiel erzählt die Geschichte, wie Lenskrit, Butler und Merlin sich kennengelernt haben. Ja, so ähnlich war es, nur mit weniger Schwertern und mehr Alkohol. Aber sonst kommt das ganz gut hin. Okay. What's that in your hand? A toy? Nein! Kontert die meinen Wrestling-Move. Jetzt hat sie mich in der Ecke. What happened? Break. Die high!
Die ist echt super hart, ey. Give me a break. Nein, warum hat die mich erwischt, Mensch? Unverschämtheit. Ah, die ist so krass. Ich krieg das, glaube ich, wieder nicht hin. Meine Lebensenergie sieht nicht gut aus. Ah, warum hat er nicht, warum ist er nicht gerollt? Das war nicht gut. Nein, nein, sie hat schon wieder ihre One-Hit-Kill-Super-Kombo gemacht. So kurz vorm Ziel. So kurz vorm Defeat. Ich glaub's nicht. Das ist so heftig. Warum kann die das? Das ist ein bisschen unfair. Ich will auch sowas können. Beam Katana. Achso, was habe ich denn schon wieder gesagt? So viel Zeit muss sein. Okay, ich muss mich konzentrieren hier. Das geht schon mal gut los. Nicht. Die Balken sind auch echt gemein hier. Ja, ich könnte das mal testen. Naja. Ist es nicht wert, glaube ich. Ich hol mir jetzt lieber die Lebensenergie, weil nicht, dass sie dann wieder irgendwie durchdreht. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war gerade ihre One-Hit-Kill-Kombo. What's that in your
Ja, puh. Die weicht dauernd so schnell aus, ey. Ist so crazy. Jetzt ist sie unarmed. What are you waiting for? Finish me! Finish you? Don't look at me like that! Don't! I think there's been some kind of misunderstanding. I never fought your father. Liar! You killed him! Sliced him in two, you sick bastard! Whoa, whoa! Calm down a little. Jacobs was my mentor. I'd never kill him. Liar! I watched Master Jacobs' teachings on video over and over till the fucking tape wore out. We've never met in person. Kill me. I admit it. I lost. Just do it! How about kill yourself after you kill me? Sounds like a bit straight out of a samurai movie, don't it? Shut up! Shut up and kill me already! You've already dishonored me enough. Do it yourself. Please. I'll fight you anytime, anywhere. Until then, I'll be waiting. Tada! Cool. So, wo ist unser Herzcontainer? Können wir mit ihr nochmal reden oder irgendwas machen? Nee, na gut. Ah, da. Yeah! Money und mehr Vitalität. Ich hätte es fast nicht rausgebracht. Another victory, Travis. You are now ranked 8th. You gonna kill her? Probably not. She's still young. But I still have to follow the association's rules of conduct. Then let her live. Are we suddenly in love, Travis? Hell no. Then why take the risk of her coming back for revenge? In this business, there's no such thing as mercy. Kill when you can kill. That's bullshit. All I want to do is fight someone better than me. She'll grow up. Why not kill her when she's stronger? Yeah. Then I'll kill her. You are sick. So are you. Shinobu besiegt. Aber sie ist jetzt trotzdem nicht Rang 9 anscheinend, sondern ist einfach weg. Gut. Why not? Speichern.